Er ist Professor für Computational Social Science am Department für Geistes-, Sozial- und Staatswissenschaften sowie am Department of Computer Science der ETH Zürich assoziiert. Seine Studien diskutieren global vernetzte Risiken und die digitale Gesellschaft. An der Delft University of Technology leitet er das Doktorandenprogramm Engineering Social Technologies for Responsible Digital Future. Er ist ganz stark auch mit dem Thema Complexity Science Hubs in Wien beisammen. Also die kooperieren sehr stark und ist Mitglied verschiedener staatlicher und akademischer Wissenschaftsausschüsse, die sich eben mit der digitalen Transformation unserer Gesellschaft befassen. Und für uns der richtige Vortragende, der gestern schon dabei war und auch heute dabei ist. Wir hatten das auch im letzten Jahr, dass ein Vortragender in Bozen war und auch in Studerns. Er wird nicht zweimal dasselbe erzählen, aber er wird den Geist und den Spirit dessen, was wir gestern diskutiert haben, denke ich, auch ein wenig mitnehmen in die heutige Tagung hier. Dirk Helbling, herzlichen Dank, dass Sie mit uns sind und wir freuen uns auf Ihre Ausführungen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Und gestern ging es ja um digitale Demokratie, um kollektive Intelligenz, um mehr Partizipation und wie man das mit digitalen Mitteln fördern kann. Heute geht es mehr um ökonomische und technologische Themen, Ökonomie 4.0. Der natürliche Schritt zu einer partizipativen und nachhaltigen Wirtschaft. Und viele von diesen Ideen, die ich heute vortrage, sind auch tatsächlich in Südtirol mit entstanden. Wir waren dort viele Jahre in Schloss Goldrhein und natürlich auch Meran und Bozen. Und diese Landschaft ist mir sehr ans Herz gewachsen, sehr inspirierend. Und deswegen verfolge ich auch mit Spannung, was dort passiert in Ihrer Gegend. Das Wunder von Malz, das hat sich natürlich rumgesprochen in der Welt. Und dass sie sich von dem Gift befreien wollen. Aber im Grunde genommen ist da natürlich noch sehr viel mehr im Gange. Nun generell müssen wir das eingebettet sehen in eine Entwicklung, die mit der alten Ökonomie zu tun hat, in der wir noch leben. Eine Ökonomie, die von Öl letzten Endes geprägt ist und von der Finanzindustrie. Viele Industriezweige sind letzten Endes abgeleitet von der Ölindustrie, nämlich die Autoindustrie, die chemische Industrie, die pharmazeutische Industrie und natürlich auch die landwirtschaftliche Industrie, Energieproduktion und auch die Finanzindustrie. Und all diese Bereiche aber sehen sich jetzt konfrontiert mit neuen Problemen. Peak Oil, ja, das heißt, die Ölproduktion wird jetzt nach und nach zurückgehen. Mikroplastik, die Probleme in der Landwirtschaft, über die wir noch sprechen werden. Eine Problematik, die man im Gesundheitssystem schon seit Jahren sieht. Die Nachhaltigkeitskrise, die Klimakrise und die Finanzkrise. Also Krisen aller Orten. Und irgendwie ist das Ganze auch verwoben mit dem Petrodollar. Das heißt, mit dem Geld, was man erzeugt, muss man im Grunde genommen Öl aus dem Boden holen. Und dieses Öl verwandelt sich aber dann in CO2. Und folglich braucht man sich nicht zu wundern, dass wir jetzt diese Klimaerwärmungsprobleme haben. Und zu allem Überfluss ist es so, dass dazu auch noch eine Verknappung dieser kohlenstoffbasierten Energien in den kommenden Jahrzehnten erwartet wird. Das Produktionsvolumen wird abnehmen. Das heißt, all diese Industrien, die ich genannt habe, werden quasi vor Schwierigkeiten stehen und vor großen Transformationsprozessen. Es gibt auch andere Materialien, die innerhalb dieses Jahrhunderts knapp werden können. Das heißt, wir stehen hier vor riesigen Herausforderungen in der Welt. In gewisser Weise leben wir über unsere Verhältnisse. Die Welt, die Wirtschaft sind nicht nachhaltig. Wir bräuchten im Grunde genommen mehr als einen Planeten, um diesen Lebensstil fortzuführen. Und das kann auf Dauer nicht gut gehen. Deswegen
hat die Vereinten Nationen diese Nachhaltigkeitsziele formuliert, 17 an der Zahl, viele Unterziele, weit über 100. Und das Ganze soll bis 2030 wohlgemerkt erreicht werden. Also im Grunde genommen ein Ding der Unmöglichkeit, könnte man denken. Eine riesige Transformation steht vor uns, aber sie ist eben erforderlich. Andernfalls stehen wir wirklich vor riesigen Problemen. Das sind Prognosen des Clubs of Rome. Und hier wird also gesagt, wegen dieser sich verknappenden Ressourcen wird die Wirtschaftsleistung einbrechen und es wird auch Auswirkungen auf die Weltbevölkerung haben. Die Todesraten werden Mitte dieses Jahrhunderts, so die Prognosen, nach oben schnellen. Das heißt, es ist wirklich dringender Handlungsbedarf vorhanden. Allerdings muss man sagen, damals, als diese Grenzen des Wachstumsberichts veröffentlicht wurde, war die Welt noch nachhaltig, gerade so. Verschlechtert hat sich das erst in den letzten Jahrzehnten, dass wir tatsächlich mehr als einen Planeten bräuchten, um unseren Konsum abzudecken. Und was wirklich unverantwortlich war aus meiner Sicht, ist, dass der Energiekonsum in der Welt nicht nur insgesamt angestiegen ist, sondern auch pro Kopf. Und zwar ganz gewaltig. Und gerade nachdem dieser Limits to Growth Bericht veröffentlicht worden ist. Und jetzt stehen wir natürlich vor riesigen Problemen. All dieses Wachstum ist auch auf Pump im Grunde genommen finanziert worden. Riesige Schuldenberge türmen sich auf rund um die Welt, insbesondere in den Industrienationen. Kann das auf die Dauer gut gehen? Wahrscheinlich nicht. Irgendwann wird diese Blase wahrscheinlich platzen. Auf jeden Fall aber ist ein Reset erforderlich. Und das heißt, wir müssen den Kapitalismus upgraden. Wir brauchen einen Kapitalismus 2.0, 3.0, 4.0 oder vielleicht noch was Besseres. Und die Frage ist, wie kann das eigentlich aussehen? Ja, wir müssen tatsächlich die Tragfähigkeit der Erde erhöhen. Wir müssen unsere Ressourcen effizienter einsetzen. In dem Zusammenhang werden wir nachher noch über die Kreislaufwirtschaft sprechen und über die Sharing Economy. Ja, viele sagen, die künstliche Intelligenz, die wird uns retten oder die muss uns retten. Und tatsächlich ist es natürlich eine sehr vielversprechende Zukunftstechnologie. Die Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelligenz nimmt mindestens exponentiell mit der Zeit zu. Manche glauben, wir werden innerhalb von wenigen Jahren erleben, dass wir superintelligente Systeme haben, die also schlauer sind als Menschen. Und wir sind schon 2016 an dem Punkt angekommen, wo Google DeepMind den besten Go-Spieler der Welt schlagen konnte. Das hätte man noch nicht erwartet um die Zeit. Und kurz darauf gab es dann AlphaZero. Diese künstliche Intelligenz hat sich das Go-Spielen selber beigebracht. Und dann hieß es, naja, jetzt sind wir eigentlich so weit, dass künstliche Intelligenz sich alles selber beibringen kann. Und manche würden dann so weit gehen zu sagen, naja, warum übergeben wir nicht das Schicksal der Welt an die künstliche Intelligenz? Könnten wir nicht die Gesellschaft wie eine gigantische Maschine betreiben? Dazu müssen wir natürlich wissen, was genau passiert. Wir bräuchten viele Daten. Mit der Massenüberwachung fällt das ja an. Und dann verstehen wir auch, wie was funktioniert. Dann können wir das simulieren, dann können wir das automatisieren. Und in der Tat war das auch die Idee, die hinter diesen Smart Cities Konzepten steckte. In den Anfangsjahren, ja, man wollte sogar so weit gehen, Smart Nations zu bauen, die also von künstlicher Intelligenz letzten Endes gesteuert würden. Aber es stellt sich heraus, diese Automatisierung von Städten hat nicht so gut funktioniert, wie man erwartet hat. Und Städte sind eben nicht nur riesige Logistiksysteme oder Entertainment-Parks, wo man vorgefertigte Erlebnisse konsumiert, sondern es sind Orte der Begegnung, da werden Freundschaften geschlossen, da ist man kreativ und innovativ. Und
Das verändert natürlich alles. Und interessanterweise ist es durchaus nicht so, dass die technologisch am meisten fortgeschrittenen Städte, vielleicht würde man an San Francisco denken oder an chinesische Städte hier, in dieser Hitliste der lebenswertesten Städte ganz oben sind, sondern das sind andere Städte, die irgendwie es schaffen, die Bedürfnisse von vielen verschiedenen Menschen zu befriedigen. Das heißt, Lebensqualität ist was anderes. Das kann man nicht einfach nur automatisieren. Und dann gibt es natürlich auch Befürchtungen, dass wir in einer Art Überwachungswelt enden könnten. Und in der Tat war das lange Zeit auch Programm. Man dachte, naja, die Welt muss jetzt nach kybernetischen Prinzipien gesteuert werden. Kombiniert mit Synergie endet man dann bei CyberSyn, im Grunde genommen so eine Art Kontrollraum. Und manche würden so weit gehen zu sagen, wir brauchen einen Kontrollraum für die ganze Welt. Die Frage aber ist, könnte man tatsächlich die Welt mit all diesen Daten wie ein weiser König regieren? Und das versucht man natürlich zum Teil in verschiedenen Ländern und man benutzt da riesige Supercomputerzentren, um letzten Endes verschiedene Lösungen, um die Probleme anzugehen, zu optimieren. Und dann findet man irgendwie eine anscheinend optimale Lösung und die wird dann in der Regel ausgerollt global. Und dann kommt etwas heraus, wie man es hier sieht, unter Umständen Monokulturen, wie wir sie vielerorten sehen. Und das wird aber heutzutage immer mehr hinterfragt, nicht nur, weil wir diese Art von Landschaft sehr viel schöner finden, sondern die Wissenschaft zeigt uns auch mittlerweile, dass Biodiversität tatsächlich sich auszahlt und beim Klimaschutz helfen kann. Ja, also die Mischung von verschiedenen Pflanzen letzten Endes ist vorteilhaft, nicht nur für das Ökosystem, sondern auch aus wirtschaftlicher Perspektive, wenn man das richtig macht. Und mittlerweile versteht man eben auch, dass Pflanzen nicht nur einfach Güter oder Produkte sind, es sind Lebewesen, die erstaunliche Fähigkeiten haben und die durchaus auch in gewisser Weise sozial sind. Ja? Die tauschen Nährstoffe aus und so weiter und so fort. Und das weist im Prinzip den Weg für eine neue Art von Landwirtschaft. Wir wissen, dass ein Drittel des Ackerlands weltweit gefährdet ist. Das bedroht natürlich die Welternährung insgesamt. Es braucht also hier neue Ansätze, ein Umdenken. Und oft wird ja die Landwirtschaft als Klimakiller bezeichnet. Das muss aber nicht so sein, sondern sie kann auch einen Beitrag dazu leisten, das Klima zu verbessern. Unter anderem mit neuen Arten von Pflanzen, die Kohlenstoff quasi absorbieren und in den Boden bringen und dort speichern, um nur ein Beispiel zu nennen. Im Übrigen möchte ich darauf hinweisen, dass nicht nur Sie in Südtirol eine neue Landwirtschaft versuchen auf den Weg zu bringen. Auch in Indien gibt es sehr erstaunliche Bemühungen. Eine 500.000 Bauern hat sich von der industriellen Landwirtschaft mit starker Verwendung von Chemie abgewandt und betritt hier neue Wege letzten Endes, um wieder mehr in Harmonie mit der Natur zu produzieren. Das sollen in wenigen Jahren mehrere Millionen sein. Also das könnte vielleicht auch interessante Partnerschaften oder einen Gedankenaustausch mit sich bringen. Auf jeden Fall braucht es ein neues Denken. Und ich habe gar nichts dagegen, dass man Cybernetik mit Synergie verbindet, aber das kann man auch anders tun, im Sinne von Synergetik. Ja, ich sagte schon, die Pflanzen pflegen einen Austausch von Nährstoffen untereinander, wenn es die richtigen sind jedenfalls. Die Natur ist voll von vielen Beispielen von Symbiose. Es gibt natürlich auch andere Beispiele,
Aber gerade in der Landwirtschaft kann man natürlich diese symbiotischen Beziehungen ausnutzen und pflegen. Und das gleiche Denken kann man im Grunde genommen im Bereich der Digitalisierung umsetzen, wo ich glaube, dass wir alle davon profitieren würden, wenn wir ein Informations-, Innovations- und Produktions- und Service-Ökosystem auf den Weg bringen könnten, an dem wir uns alle beteiligen können mit unseren Ideen, Services und Produkten. Also hier möchte man durch genügend Offenheit eine Vernetzung der Ideen, Produkte und Services fördern und eine exponentielle, um nicht gar eine kombinatorische Innovation zu ermöglichen. Und gerade wenn es um Digitalisierung geht, warum nicht Daten und vielleicht auch Algorithmen mit einer gewissen Zeitverzögerung öffentlich machen, so dass auch andere davon profitieren können. Also dass es eine kommerzielle Nutzungsphase gäbe und danach sozusagen diese Dinge in ein Gemeingut überführt würden. Da würden wir alle sehr davon profitieren. Genauso kann man darüber nachdenken, Unternehmen auf neue Art und Weise zu managen. Ich bin in Kontakt gekommen mit einem Beispiel, mit einem Experiment der Firma Caterpillar. Dort hat man die Belegschaft, die Zulieferer, die Abnehmer, also die Kunden und die lokale Bevölkerung einbezogen in Entscheidungsprozesse. Und wenn man denkt, das kann ja nur zu Kompromissen geführt haben, die letzten Endes den Gewinn reduziert haben, dann täuscht man sich, denn es resultierte letzten Endes in Lösungen, die für alle besser waren und in viermal mehr Gewinn. Das ist ganz erstaunlich und vielleicht sollte man das ja mal nachahmen und auch in Europa ausprobieren. Es gibt natürlich auch neue Ansätze im Bereich des Managements der Städte, beispielsweise partizipatives Budgeting. Barcelona ist da bekannt geworden. Die Bürgerinnen und Bürger haben da 600 Projekte eingereicht. Davon konnte man natürlich nicht alle umsetzen, aber man hat sehr positive Erfahrungen mit diesem partizipativen Budgeting gemacht. Also die Verwendung eines Teils des öffentlichen Budgets wurde dort von den Bürgerinnen und Bürgern entschieden. Und warum gehen wir eigentlich jetzt nicht einen Schritt weiter? Wenn wir daran denken, dass im Zusammenhang jetzt mit der Corona-Krise Europa 750 Milliarden frisches Geld pumpen möchte in die Wirtschaft, ist natürlich die Frage, wie pumpen wir das überhaupt in die Wirtschaft? Sollen wir das direkt in die Unternehmen pumpen oder könnten wir nicht letzten Endes allen Leuten eine Investitionsprämie zur Verfügung stellen? Das wäre Geld, was man nicht selber für den Konsum ausgeben kann, aber was man investieren kann in Projekte, in Unternehmen, in öffentliche Engagements, in lokale Initiativen, in diese Dinge, die man wirklich wichtig findet. Und ich möchte nur als Beispiel nennen, es gibt mittlerweile Wolkenkratzer, die mit Crowdfunding finanziert werden. Warum können wir das nicht im größeren Stil machen, dass wir alle investieren können in die öffentliche Infrastruktur, meinetwegen auch in neue Medikamente. Und das sind also völlig neue Finanzierungswege eigentlich denkbar. Nun sind wir eigentlich dort angekommen, wo wir das Geld- und Finanzsystem grundsätzlich in Frage stellen, um es zu verbessern durch digitale und andere Innovationen. Das bringe ich mich jetzt zu diesem sozioökologischen Finanzsystem, an dem wir auch arbeiten. Und als Motivation möchte ich erinnern an ein anderes Wunder, neben dem Wunder von Miles, nämlich dem Wunder von Virgil. Und dort hat man nämlich gesehen, dass in der Rezession, wo wenig Hoffnung war, durch lokale Währungen letzten Endes diese Wirtschaftskrise überwunden werden konnte. Also durch neue Arten von Geldkreisläufen kann man also tatsächlich positive Effekte erzielen.
Aber wir wollen darüber noch hinausgehen, denn Geld ist ja im Grunde genommen eindimensional. Ja, es gibt mehr und weniger davon. Und das hat zur Folge, dass es natürlich Leute gibt, die mehr besitzen und weniger. Und das ist auch ganz normal. Aber es verwandelt im Grunde genommen eine Gesellschaft auch nach einiger Zeit in eine mehr und mehr hierarchische Gesellschaft. Und ich glaube persönlich, dass wir statt eines eindimensionalen Ansatzes einen multidimensionalen Ansatz bräuchten. Und das wäre tatsächlich ein wichtiger Paradigmenwechsel. Unsere Gesellschaft besteht ja aus vielen verschiedenen Sektoren, die alle irgendwie wichtig sind. Das ist das Rechtssystem, das ist die Bildung, das ist das Gesundheitssystem und so weiter und so fort. Das kommt alles zusammen in unseren Städten und letzten Endes wird allem ein Wert zugeordnet und das wird dann irgendwie beziffert in Euro oder Dollar. Und dann wird also die Komplexität der Welt auf eine Dimension projiziert. Und dabei haben wir aber so viele andere Ziele, neben der Prosperität, die Nachhaltigkeit, die Gesundheit, Erziehung, Kultur. Wenn man optimiert, kann man aber nur ein Ziel optimieren und die anderen Ziele werden hinten angestellt. Die Natur macht das anders. Die optimiert nicht, sondern dort gibt es Evolution und Koevolution. Das hat zu höchst effizienten Lösungen geführt, die wirklich an ein Wunder grenzen, kann man sagen. Aber da gibt es nicht eine einzige Steuerungsgröße wie das Geld, sondern wir haben in unserem Körper beispielsweise viele Stoffkreisläufe. Das ist Wasser, das sind Kohlehydrate, Proteine, Vitamine, Mineralstoffe. Die kann man auch oft gegeneinander nicht ersetzen. Und die Frage ist, wenn wir jetzt die Wirtschaft entsprechend organisieren würden, wie würde die eigentlich aussehen? Das ist jetzt ein typisches Supply-Netzwerk, wie wir es heutzutage haben, im Grunde genommen relativ hierarchisch organisiert, ohne Zyklen. Was Sie hier aber sehen, ist ein metabolisches Netzwerk, also das, was in unserem Körper passiert. Da sehen Sie, das sieht völlig anders aus. Da gibt es Kreislaufprozesse unter anderem. Und die Frage ist, können wir denn nicht lernen von der Natur? Und ich bin überzeugt, dass das der Fall ist. Die Natur ist ja quasi eine perfekte Kreislaufwirtschaft. Da verkommt ja nichts. Alles wird irgendwie verwandelt wieder in etwas Neues. Und insofern können wir da sicherlich eine Menge von lernen. Und wir sind jetzt in unserem sozioökologischen Finanzsystem inspiriert worden, genau von dieser multidimensionalen Art und Weise, wie die Natur funktioniert. Dort haben wir nicht nur eine Sorte Geld, sondern mehrere Sorten Geld. Und diese mehreren Sorten Geld, die sind gekoppelt an Messprozesse. Das kann CO2 sein, das kann Lärm sein, das können Giftstoffe sein, das können positive Dinge sein, die wir damit messen. Und damit können wir lokale, spezifische Anreizsysteme aufbauen, die letzten Endes dazu führen, dass das Handeln sich stärker verbreitet, was tatsächlich vorteilhaft für das System wäre. Also es geht letzten Endes darum, dass wir hier digitale Systeme bauen, die zu mehr Bewusstsein verhelfen, aber auch letzten Endes Kreisläufe auf den Weg bringen, die dazu führen, dass mehr Leute einen Vorteil haben können. Und bei multidimensionalen Geldsystemen ist das tatsächlich möglich. Daran haben wir gearbeitet, unter anderem mit unseren Studierenden. Wir haben also Hackathons gemacht. Sie sehen da, ich glaube, über 100 Studierende, die daran begeistert teilgenommen haben. Wir haben Blockchain und Internet der Dinge miteinander verkoppelt. Das heißt, Messungen mit dem Internet der Dinge werden sozusagen übersetzt in Geld und damit in Incentives. Und damit kann man also
Anreize schaffen, dass Leute bestimmte Dinge tun, wie Bäume pflanzen oder Pflanzen gießen oder was auch immer. Damit könnte man nun einen ganz anderen Ansatz wählen, um eine Kreislaufwirtschaft auf den Weg zu bringen. In der Vergangenheit hat man versucht, das durch Regulierung zu schaffen. Die Fortschritte waren aber sehr langsam. Heutzutage verbraucht jeder Mensch in Industriestaaten an die 50 Tonnen, produziert 50 Tonnen Müll im Laufe eines Lebens. Darunter sind viele Dinge, die man eigentlich noch verwerten könnte. Möbel, Computer, Autos, Smartphones und so weiter. Vieles wird leider weggeworfen. Und die Frage ist, wie kommen wir von einem Wirtschaftssystem, wie wir es heutzutage haben, wo man frische Ressourcen benutzt, um möglichst viele Produkte billig zu produzieren, sie dann in den Markt zu pushen, hin zu einer Kreislaufwirtschaft, wo die Ressourcen mehrfach verwendet werden, sodass sie für alle reichen. Und in der Tat gibt mir das Internet der Dinge hier Hoffnung. Wir haben also Milliarden von Sensoren, die man jetzt billig verwenden kann, um das Geschehen in der Umwelt auszumessen. Wir haben selber an einem solchen System gearbeitet, einem offenen, partizipativen System für die Bürger, von den Bürgern betrieben, NervousNet. Damit kann man nun Sachen im Grunde genommen messen wie Lärm, aber auch andere Externalitäten mit den entsprechenden Sensoren. CO2 ist nur ein Beispiel von vielen. Abfallstoffe könnte man natürlich genauso ausmessen. Und das Prinzip ist dann, dass man die positiven Externalitäten, also Nebenwirkungen, verstärken möchte, die negativen abschwächen und ansonsten für eine faire Kompensation sorgen möchte. Und das kann man jetzt tatsächlich bauen mit der Blockchain-Technologie, die man verbinden kann mit dem Internet der Dinge, so wie wir das getan haben. Und dadurch induziert man im Grunde genommen neue Kräfte in das Wirtschaftssystem. Kräfte, die sozusagen einen Beitrag dazu leisten, dass sich die Supply Chains schließen, dass sich diese Kreise herausbilden und schließlich eine Kreislaufwirtschaft und eine Sharing Economy, die uns allen dient. Damit gehen wir quasi zu einem neuen Paradigma über. Statt Top-Down-Kontrolle und Manipulation, Empowerment und Koordination. Heutzutage regulieren wir zum Beispiel den Straßenverkehr mit Dutzenden von Verkehrsschildern. Ja, wir haben eine Überregulation, aber andererseits gibt es auch Ansätze, wie man den Verkehr quasi automatisch lenken kann, das Richtige zu tun. Hier ist eigentlich ein erstaunliches Beispiel, das ich in Ägypten gefunden habe. Es gibt keine einzige Ampel hier und es ist hochdivers, das System, also alle möglichen verschiedenen Verkehrsteilnehmer benutzen das und die meiste Zeit über muss überhaupt niemand anhalten. Warum ist das so? Das liegt an dem Design dieser Kreuzung. Vorne haben wir Verkehr in eine Richtung, hinten in die entgegengesetzte Richtung und dazwischen ist ein Puffer. Und das ermöglicht es, die Geschwindigkeit so anzupassen, dass man eine Lücke im Verkehrsfluss erwischt, wenn man sie braucht. So einfach ist das. Also es braucht nun das richtige Design. Nun wird da natürlich auch viel gehupt und den Lärm wollen wir nicht haben, aber mit dem Internet der Dinge kann man diese Selbstorganisation natürlich still und leise auf den Weg bringen. Und das heißt, 300 Jahre nach Adam Smiths unsichtbarer Hand kann man das jetzt zum Funktionieren bringen, indem man Echtzeitmessungen macht und Echtzeitfeedbacks einführt in das System, was die Interaktion dann so verändert, wie man das haben möchte. Um nur ein Beispiel zu nennen, wir haben das angewandt, um zum Beispiel den Verkehrsfluss in Städten zu verbessern. Und Sie sehen da rechts in diesem Video, dass da tatsächlich grüne Wellen entstehen auf der Basis eines einfachen Prinzips. Der Verkehrsfluss steuert hier nämlich die Ampeln statt umgekehrt. Und es entstehen selbstorganisierte Oszillationen, also Grünzyklen,
Und man kann das jetzt tatsächlich auch systematisch auswerten, vergleichen mit der Verkehrsleitzentrale, die wir heutzutage haben, die aus der ganzen Stadt versucht, Daten einzusammeln und dann einen optimalen Plan zu finden. Aber das Problem ist, dass die Komplexität der Optimierung so groß ist, dass man nicht in Echtzeit die optimale Lösung finden kann. Das heißt, das, was man am Ende macht, ist gar nicht optimal. Dann gibt es einen zweiten Ansatz. Da steuern sozusagen die Autos die Ampeln, die vor ihnen liegen. Das entspricht im Grunde genommen der Art und Weise, wie die Ökonomen über den Menschen denken. Als Optimierer, also wir alle versuchen das Beste, die Ampelsteuerung an den Kreuzungen auch, aber es gäbe quasi keine Koordination zwischen den einzelnen Kreuzungen, sondern Wettbewerb. Und der dritte Ansatz macht das Gleiche, aber er nimmt Rücksicht auf die Nachbarkreuzungen. Und ich will es ein bisschen abkürzen hier. Die zentrale Top-Down-Steuerung durch die Verkehrsleitzentrale entspricht dieser roten Kurve. Das heißt, je mehr die Kreuzungen benutzt wird, desto länger sind natürlich die Warteschlangen der Autos. Sehr viel besser schneidet die lokale Optimierung ab. Das ist die violette Kurve. Aber das funktioniert nur bis zu dem Punkt 0,6. Und das heißt, wenn die Kreuzung zu stark ausgelastet ist, dann explodieren plötzlich die Warteschlangen. Und deswegen haben wir natürlich die Verkehrsleitzentralen. Interessanterweise aber ist es so, dass der dritte Ansatz, das ist die unterste Kurve, über den gesamten Bereich funktioniert. Das heißt, lokale Optimierung mit Rücksichtnahme auf die Nachbarn ist das Prinzip, was zu einer Koordination in der gesamten Stadt führen kann. Und man kann also die unsichtbare Hand zum Funktionieren bringen. Wir haben das auch getestet am Beispiel einer Simulation des Innenstadtbereiches von Dresden. Da sehen Sie dieses hochkomplexe Straßennetz. Was die Sache noch schlimmer macht, ist, es gibt jede Menge Tram- und Buslinien, die da durch diesen Bereich hindurchgehen. Und man hätte die gerne priorisiert. Aber das zerstört die grüne Welle, die man mühsam für den Straßenverkehr aufbaut. Und das hat dann zur Folge, dass ein Monsterstaus innerhalb von wenigen Minuten entstehen können. Wir haben es trotzdem geschafft, den öffentlichen Verkehr zu priorisieren, indem wir die grünen Wellen auf eine andere Art und Weise erzeugt haben. Wir haben die Lücken im Verkehrsfluss genutzt. Wir haben Selbstorganisationsprinzipien genutzt, so wie ich sie beschrieben habe. Und das hat letzten Endes zu einer Organisation geführt, die zu dramatischen Verbesserungen für den öffentlichen Verkehr geführt hat, aber nicht zulasten des Individualverkehrs. Und auch die Fußgänger und die Radfahrer haben profitiert. Die Umwelt nebenbei gesagt auch. Also indem man jetzt plötzlich übergeht zu einem Bottom-up-Ansatz, der sich flexibel anpasst an die lokalen Bedürfnisse und Rücksicht nimmt auf die Nachbarn, können wir also hier eine erstaunliche Leistungssteigerung erzielen. Und Ähnliches kann man in der Produktion, in den Supply Chains machen. Da gibt es jede Menge Ähnlichkeiten mit dem Straßenverkehr. Und ich komme hier zum Schluss, indem ich hier eine Simulation des Kollegen Kai Fuhrmanns zeige. Das ist ein Logistiksystem, wo Pakete eben weiter befördert werden müssen. Und Sie werden sehen, nach einiger Zeit bildet sich hier ein Kreisverkehr gegen den Uhrzeigersinn heraus. Ja? Also damit will ich natürlich ein bisschen suggerieren, dass eine Kreislaufwirtschaft mit Selbstorganisation auf den Weg gebracht werden kann, wenn wir nur die richtigen Prinzipien zum Einsatz bringen. Aus meiner Sicht beginnt damit ein völlig neues Spiel, eine völlig neue Organisation der Wirtschaft,
wäre möglich, mit diesen neuen technologischen Möglichkeiten, die Digitalisierung bietet. Und ich möchte Sie ermutigen, das in Angriff zu nehmen, gemeinsam. Seien Sie ein Game Changer. Verändern Sie die Welt. Haben Sie Mut. Ganz herzlichen Dank, Dirk Helbing. Exzellent. Schon wie gestern, nur jetzt auf einer ganz anderen Ebene und eine andere Fährte aufgreifend, wenn ich das so sagen darf. Würde den Begriff verwenden, den Sie jetzt auch am Ende verwendet haben, nämlich dieses Rücksichtnehmen auf die Nachbarn. Ja. Das funktioniert, das kann funktionieren, wenn man das System nicht einzig und allein auf Wettbewerb ausrichtet. Jetzt sagen zwar die Wirtschaftswissenschaftler, Wettbewerb im System befeuert Innovation. Ja. Und Sie gehen einen Schritt weiter und sagen, Co-Learning, so wie Sie es auch gestern gesagt haben, oder diese partizipative Resilienz zahlen ein auf die Frage, wie man ein System eben optimieren kann. Jetzt verwende ich einen ökonomischen Begriff, eben durch diese Rücksicht auf die Nachbarn. Was Sie auch getan haben, Sie haben ein neues Denken gefordert und haben dabei diese Ökosysteme ins Spiel gebracht. Ja. Wir haben im Eurac Center for Advanced Studies einiges gemacht zum Thema Entrepreneurial Ecosystems, also diesen unternehmerischen Zugang, der ist nicht unbedingt das, was Sie im Blick haben, aber die Frage, die sich mir stellt, ist, wie kann so ein Ökosystem im Spannungsfeld von Sharing und Partizipation, ich denke, die beiden Begriffe, die passen da gut hinein, wie könnte man das angehen? Gerade im Finchgau, Sie kennen den Finchgau, ja? Würde man sagen, eine exzellente Grundressource, die der Finchgau hat, ist die Kreativität. Ja? Wie gelingt es, diese individual angelegte Kreativität? Was muss passieren? Der Ökonom würde von Incentives reden, ja? Damit gewissermaßen man bereit ist, Rücksicht zu nehmen auf den Nachbarn. Sage ich es mit Ihren Worten. Was muss passieren als Impuls? Was kann den Ausschlag geben? Muss das ein kritisches Ereignis sein oder kann das eine positive Ausrichtung auf Zukunft sein, ein Ziel, ein globales Ziel, beispielsweise diese Sustainable Development Goals, die wir da quasi auf die regionale Ebene herunterziehen? Was würden Sie tun, wenn Sie im Finchgau diese Art von Plattformen, ich nenne sie jetzt Ökosysteme, entwickeln würden? Also ich glaube, es ist wichtig, dass wir einsehen, dass wir alle in einem Boot sitzen. Und dieses Boot heißt Planet Erde im Grunde genommen. Ja? Wir stehen vor riesigen Herausforderungen. Aber jetzt ein Jeder gegen jeden ist nicht bei weitem nicht die bestmögliche Lösung, sondern durch Solidarität kommt man sehr viel weiter. Natürlich geht es nicht ohne Wettbewerb. Ich glaube, Wettbewerb ist eine positive Kraft, aber man kann sie kombinieren auch mit Kooperation. Das habe ich gestern auch ausgeführt, wie das möglich ist. Und das kann man auch im wirtschaftlichen Zusammenhang machen. Wir müssen jetzt in diesen Zeiten sehr viel experimenteller sein. Ich kann mir also vorstellen, dass Sie sich vielleicht zusammensetzen und sagen, wir wollen bestimmte Flächen haben, um Experimente zu machen, um neue Sachen auszuprobieren, wo jeder irgendwie entweder Land oder Geld dafür zur Verfügung stellen. Und dort wurden dann diese Experimente durchgeführt, die von Ihnen oder aus der Bevölkerung oder von den Forschungsinstituten kommen können. Da kann auch Citizen Science, also Bürgerwissenschaft, beteiligt sein, wo eben tatsächlich neue Ansätze auch in der Landwirtschaft ausprobiert werden. Und das, was da geschieht mit gemeinsamen Ressourcen, das wäre dann Open Source für alle, die beigetragen haben. Das heißt, jeder kann das dann aufgreifen und dann im größeren Stil auch umsetzen, wenn das sachdienlich ist. Ja.
Auf diese Art und Weise hätte man sozusagen Wettbewerb mit Kooperation verbunden. Es gäbe also diese Innovationsprojekte, die gemeinsam finanziert und gefördert würden und wo sie Experimente machen, wo man nicht weiß, ob die schief gehen, in dem Sinne, ob sie sozusagen etwas bringen oder nicht. Wenn man so das Silicon Valley Denken hat, würde man sagen, naja, 90% der Sachen bringen uns vielleicht am Ende nicht weiter, aber 10% bringen den Durchbruch. Und das heißt, man hat hier ein Risiko und diese Risiken würde man gemeinsam eben auch tragen und die Vorteile würde man gemeinsam dann auch nutzen. Das heißt, jeder würde von den Experimenten profitieren, die gelingen. Ja. Ich sehe Armin Bernhard auch bei uns, Chef der Bürgergenossenschaft. In diesem Sinne, Armin, könnte man ja auch sagen, es ist eben auch ein Experiment, das einzahlt auf die Zukunft des Tales. Ja? Und wenn es viele von diesen Experimenten gibt, dann geht es nur noch um die Frage, wie die kollektive Intelligenz es hinkriegt, Dinge auch untereinander zu vernetzen. Genau. Aber wenn ich da noch einmal nachfragen darf, Sie sprachen ja davon, dass vor allem das Internet der Dinge Hoffnung gibt für diese Kreislaufwirtschaft. Was ist es, müssen wir da in ganz anderen zeitlichen Dimensionen denken? Wann werden wir gewissermaßen auch ein funktionierendes Internet der Dinge haben, das die Dinge imstande ist, dann so zu vernetzen, dass wir daraus eben auch für eine Kreislaufwirtschaft im regionalen und lokalen Raum Früchte ernten können oder zuerst sehen und dann Früchte ernten können auch. Was bedeutet das von der technologischen Seite her? Ja, ich denke, das kann auch letzten Endes ganz schnell gehen. Die Idee, die wir damals bei diesem NervousNet gehabt haben, war, dass man im Grunde genommen die Messsensoren, wenn man möchte, auch von den Smartphones zum Teil vernetzen kann, um sie als Messsensoren eines Netzwerkes einzusetzen. Das kann man dann ergänzen durch Sensoren, die man dann extern noch dazu kauft. Die sind nicht teuer. Wenn man da 1 Million Stück kauft, das kann man durchaus noch bezahlen, weil das wirklich ganz kleine Elektronik ist. Und das kann man verteilen. Es ist die Frage, wie lernen wir mit diesen neuen Technologien umzugehen? Und die Idee war im Grunde genommen, das auch wieder offen zu machen. Das heißt, der Source Code von dieser Plattform war Open Source und Sie können dann also herunterladen. Sie können das dann abändern, auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden und dann wieder hochladen, sodass mit jeder neuen Anwendung im Grunde genommen sich der Fundus von Software verbessert. Und das heißt, exponentiell bekommt man da zusätzliche Lösungen, indem man eben diese Anwendungsansätze teilt. Also nicht nur jetzt im landwirtschaftlichen Anbau, im Umgang mit den Pflanzen, den Böden, kann man diese kooperative Ansätze verfolgen, sondern eben auch bei den digitalen Plattformen. Ich denke, wir sollten eigentlich ein öffentliches Internet der Dinge betreiben. Ein neues Internet 2.0 gewissermaßen für die Bürger, von den Bürgern. Und wir alle könnten dann Software und Sensoren zu diesem Netzwerk beitragen. Ganz eine schnelle Nachfrage noch, weil die Zeit drängt. Sie sprachen von Tragfähigkeit und dass wir die Tragfähigkeit erhöhen müssen. Ich habe das zumindest so verstanden. Im Sinne einer Circular Economy, im Sinne einer Kreislaufwirtschaft, kommt die Tragfähigkeit ins Spiel. Was ist das, etwas, was technisch gelöst wird? Oder bedeutet Tragfähigkeit Gesellschaft? Oder bedeutet es Technik und Gesellschaft an der Schnittstelle? Also hier kommt es in der ersten Linie auf Interaktion an, auf diese symbiotischen Effekte, die ich vorher angesprochen habe. Ein ganz erstaunliches Beispiel ist das Mikrobiom. Ja, unser Körper hat ja im Verdauungstrakt Millionen von Bakterien.
wir sind eigentlich nicht ein Individuum, sondern ein Ökosystem. Und es ist dieses Ökosystem an Bakterien, was nicht nur unsere Nahrung aufschließt, sondern auch unser Immunsystem stärkt und viele andere wichtige Dinge tut. Also es ist das Zusammenwirken vieler Organismen, die letzten Endes mehr machen aus den Ressourcen, die wir haben. Die Ressourcen sind also nicht konstant oder die verbrauchen sich nicht automatisch, sondern auf biologische Art und Weise können wir die sozusagen aufwerten und genauso auf soziale Art und Weise. Es ist dieses vernetzte Denken, was wir lernen müssen, denn die Netzwerke können tatsächlich alles verändern. Ja, besten Dank, Dirk Helbling. Helbling, das war jetzt wirklich noch einmal auf einer sehr abstrakten Ebene einerseits, aber andererseits eben auch schon auf einer sehr angewandten Ebene. Das Schaffen eines Grundverständnisses, wie es gelingen könnte, wie Sie es auch nannten, eine partizipative Marktgesellschaft zu schaffen. Mich hat dieser Satz Rücksicht nehmen auf die Nachbarn schon noch einmal beeindruckt, ihn als Leitsatz gewissermaßen auch für das Zusammenspiel von Technologie und Gesellschaft im Spannungsfeld von Partizipation einerseits und Sharing, also technologiebasierten Plattformen des Sharens, des Teilens eben zu implementieren, könnte ein super spannender Ansatz sein. Ich würde meinen, dass man an dieser Ebene, auf dieser Ebene noch weiterarbeiten sollte, möchte aber auch dazu sagen, ich nannte ja vorhin schon ein Beispiel, Stichwort Bürgergenossenschaft, wir werden im nächsten Vortrag auch über Genossenschaften reden, auch schon das eine oder andere passiert ist. Und wenn man das jetzt noch verstärken könnte durch weitere Initiativen, vor allem mit Technologie basiert, wäre das möglicherweise ein interessanter Ansatz.